B1.3. Zeigen Sie rechnerisch, dass das Drachenviereck AB1CD1 bei B1 rechtwinklig ist. Also schauen wir uns die Skizze nochmal an. Hier ist der Punkt B1, hier soll ein rechter Winkel sein und das sollen wir rechnerisch zeigen. So, wie gehen wir vor? Wie können wir einen rechten Winkel überprüfen? Entweder zum Beispiel der Satz des Pythagoras ist gültig in einem rechtwinkligen Dreieck oder, was vielleicht noch eine Spur einfacher wäre, man zeigt einfach, dass die Geraden, die durch AB1 und CB1 hindurchgehen, rechtwinklig zueinander sind. Da gibt es einen schönen Satz in der Formelsammlung, den finden wir auf Seite 12. Heißt jetzt zwar nicht rechtwinklig, aber da geht es über orthogonale Geraden. Ja, orthogonal heißt so viel wie senkrecht und da steht jetzt drin, dass die Steigung der ersten Gerade, nennen wir sie hier AB1, multipliziert mit der Steigung der zweiten Gerade, in unserem Fall Steigung MB1C, ja, die ergeben zusammen minus 1. So, jetzt müssen wir nur die Steigung der beiden Geraden ausrechnen, multiplizieren und wenn es minus 1 ergibt, sind sie rechtwinklig, wenn nicht, dann nicht. So, wie gehen wir vor? Steigung der Geraden, die Steigungsformel steht auch in der Formelsammlung drin auf Seite 12. Da finden wir m ist gleich, jetzt großen Bruchstrich, y vom ersten Punkt, nenne ich ihn b1, minus y vom zweiten Punkt, also a, geteilt durch x vom ersten Punkt minus x vom zweiten Punkt. Jetzt brauchen wir natürlich die Punktkoordinaten. Der von A ist bekannt, der steht nämlich in der Aufgabe mit 0, 2. Der von B1 kennen wir allerdings noch nicht, den können wir aber schnell berechnen. Wir wissen ja, der B liegt auf der Parabel und hat, hier schreibe ich nochmal allgemein hin, die allgemeinen Koordinaten x 0,25x² minus 2x plus 2. Und wir wissen, der Punkt B1 soll ja bei x gleich 6 liegen, also ersetzen wir alle x durch die Zahl 6. Dann haben wir 0,25 mal 6² minus 2 mal 6 plus 2. Das kann man ins ganz normalen Taschenrechner eingeben. Und dann kommt raus für den B1 6 und minus 1. So, jetzt haben wir alle Punktkoordinaten, die wir für unsere Steigungsformel brauchen. Also setzen wir gleich ein, die Steigung von AB1 ist gleich Bruchstrich, y-Koordinate von B1 ist minus 1, drunter kommt die x-Koordinate von B1 und davon ziehen wir jetzt die Koordinate von A ab. Ja, jetzt nochmal Achtung, oben kommt die y-Koordinate, also 2 und unten die x-Koordinate 0. Fassen wir zusammen, minus 1 minus 2 sind minus 3, 6 minus 0 sind 6 und damit ergibt es einen Wert von minus 1,5 oder minus 0,5, falls jemand die Kommazahlen lieber mag. Schreiben wir es noch hin. So, das gleiche machen wir jetzt mit der zweiten Steigung, mit der zweiten Gerade. Steigung von B1C, wieder Bruchstrich. Oben drauf kommen jetzt hier die y-Koordinaten. Die von C waren die Koordinaten 10, 7, also müssen wir es im Prinzip umgedreht einsetzen. Oben y 7 und x 10 und davon jetzt B1 abziehen. Die Koordinate von B1 haben wir im Prinzip hier oben noch stehen. 6 und minus 1, das heißt oben minus 1 und unten 6. So, rechnen wir es wieder auf. 7 minus minus 1 sind 8 und 10 minus 6 sind 4. 8 geteilt auf 4 sind 2. Ja, brauchen wir gar nicht mehr weiterrechnen. So, jetzt brauchen wir die Formel von hier oben. Die Steigung der ersten Gerade multipliziert mit der Steigung der zweiten Gerade muss minus 1 ergeben. Also, ich schreibe es nochmal hin. M AB1 mal MB1C ist gleich, ich setze mal ein, MAB1 war minus 0,5 mal MB1C war 2. Und minus 0,5 mal 2 ist tatsächlich minus 1, wie unsere Formel hier oben verlangt, die da. Und daraus folgt, die Geraden AB1 steht senkrecht auf der Geraden B1C und damit existiert bei B1 ein rechter Winkel.